Willkommen zurück zu MCP Redstone Mechanics. Heute gibt es mal wieder eine Tür. Eine Semi 3x3 Pistentür. Semi deshalb, weil in der Mitte halt ein Block fehlt, wie ihr seht. Man könnte stattdessen vielleicht ein Glas einsetzen oder ein Eisengitter. Aber naja, das stört dann auch ein bisschen beim Laufen. Okay, ich hoffe, euch wird das interessieren. Bis nach dem Intro. So Leute, da bin ich wieder. Hier ist sie, die kleine Semi-3x3 Pistentür. Man kann ganz leicht durchgehen. Sie hält einem auch nicht beim Laufen auf, nur beim Fliegen mit Rennen quasi zusammen hält sie einen kurz auf. Aber naja, ich glaube nicht, dass man diese Tür im Creative so oft brauchen wird. Und außerdem im Survival kann man überhaupt nicht so schnell laufen. Ihr seht, die ist ein bisschen groß geraten, ich weiß. Kompakter kann ich nicht bauen. Es geht einfach nicht bei mir. Vielleicht geht es irgendwie, aber ich weiß nicht wie. Nun gut, was wir dazu brauchen. 24 mal Redstone. Eine Redstone-Fackel. Ein Redstone-Verstärker. 6 Druckplatten. 9 haftende Kolben. 8 Türblöcke. Eine Glasscheibe oder auch ein Gitter oder auch gar nichts. Und 64 Quarzblöcke. So, dann fangen wir an mit sowas hier. Dann einem Redstone-Verstärker. Und nochmal 4 Redstone. Dann kommen hier Blöcke drüber. Da kommen auch die Druckplatten drauf. Und hier auch nochmal Druckplatten drauf. So, jetzt kommt hier schon ein Kolben hin mit dem ersten Türblock. Hier ein Block mit einer Redstone-Fackel dran. 2 Redstone und ihr seht schon, das fährt sich ein. Genau das ist der Türmechanismus. Müssen wir hier natürlich noch ein bisschen mehr den Boden reinmachen. Dann haben wir quasi schon einen Block, der verschwindet, wenn man da drüber läuft. So, als nächstes brauchen wir hier ein Block, hier ein Block, dann kommt hier auch schon der erste Kolben drauf, hier und hier auch noch einer. Müssen wir uns hier dran so ein bisschen hochbauen, wie so eine kleine Leiter. Dann sind alle schon ausgefahren, dann können wir hier auch schon die 3 Türblöcke hinsetzen. Redstone. Hier noch ein Redstone. Block und Redstone. Jetzt wird es ein bisschen schwer in haftenden Kolben. Direkt geschafft. So. Da sollte die Glasscheibe nicht hin. So, 2 Blöcke, dann erstmal so und so und so und so. 3 Kolben nochmal, dann hier ein Redstone drauf, hier eins und hier noch 2. Und dann habe ich irgendwo einen Fehler gemacht. Ah ja, hier. Noch ein Redstone drauf. Das reicht ganz genau. Hier ist der 15. Redstone-Punkt. Weiter geht's nicht. Also wenn man hier irgendwie die Fackel woanders hinsetzt, einen Block weiter weg, dann macht das ganz schön Probleme. So, das war's auch im Grunde schon. Jetzt kann man hier noch eine weiße Glasscheibe reinsetzen oder wenn es irgendwie ein Schießstand ist, dass man dann hier noch ein Loch lassen kann. Oder wenn es zum Beispiel ein Bunker ist, kann man auch hier
Eisenbarren reinmachen. Aber das kann halt dann stürmen, wenn man da durchlaufen will. Ja, okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es sind wie immer sehr kurze Videos, ich weiß. Aber das ist doch auch irgendwie ein Vorteil, wenn es gar nicht so lange dauert zu bauen. Na gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit einer voll 3x3 Tür. Und bis dahin, tschüss.